Hallo und herzlich willkommen zu unserem vierteljährlichen Podcast zur Herbstseason 2017. Mein Name ist Akaneki und heute an meiner Seite ist unser frischer Zuwachs Hayase. Ja, hallo. Wie jede Season haben wir wieder einmal ein paar spannende Titel zusammengestellt, die wir gerne mit euch besprechen wollen. Und ich sehe schon viele von euch die Länge des Videos gerade ansehen und fragen, ob wir das wirklich schaffen können, mehrere Titel hier unterzubringen. Um euch aber gleich zu beruhigen, nein, der gesamte Podcast geht etwas länger. Dieses Mal probieren wir einfach nur ein neues Format aus und liefern euch den Seasoncast episodenhaft. Über die nächsten Wochen hinweg. Hinterlasst uns doch einfach einen Kommentar dazu, ob euch das neue Format gefällt oder eher weniger. Nun habe ich aber auch schon genug gequatscht, denn wie jede Season haben wir auch wieder ein paar Gäste aus der Community eingeladen. Stellt euch doch einfach mal kurz vor. Guten Tag, ich bin der Belgadon, Proxer Hessen-Treff-Organisator und bin schon seit 4 Jahren in Proxer so aktiv. Hallo, ich bin Aya Nagi. Ich bin seit 6 Jahren bei Proxer schon und schaue schon ziemlich lange Anime und freue mich hier schon drauf. Hi, ich bin Yu Sarashi und ich bin noch nicht so lange bei Proxer, aber ich schaue schon seit ungefähr 13 Jahren Anime und kenne mich da auch so ein bisschen aus. Mein Name ist Scheißseyang auf Proxer. Ich bin schon insgesamt 2 Jahre auf Proxer angemeldet und Anime schaue schon seit 6 oder 7 Jahren. Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass ihr euch heute alle hier eingefunden habt, um mit uns ein wenig darüber zu reden, was so in der Season vorgeht und um ein Preview zu geben. Natürlich müssen wir auch wieder eine Spoilerwarnung raushauen. Wir haben schon die ersten Episoden oder die erste Episode zumindest von den meisten dieser Teilen gesehen. Und da müsst ihr euch natürlich etwas im vorsichtigen Rahmen bewegen, wenn ihr diesen Proxcast anschaut. Auf jeden Fall hat Hayase auf jeden Fall unseren ersten Anime vorbereitet und wird ihn nun vorstellen. Also. Ja, dann kommen wir einmal zu Black Clover. Ich würde sagen, das ist mittlerweile ein neuer Stern im Shunen-Sternenbild. Dort geht es als um die beiden Jungs Asta und Juno, die in einer Welt der Magie leben. Verwahrlost wurden sie vor einer Kirche wiedergefunden und werden dann im Endeffekt auch in dieser Kirche aufgenommen. Juno ist eher der Begabtere von den beiden in der Magie, da Asta leider überhaupt keine Begabung in diesem Thema hat. Dennoch verfolgen beide denselben Traum, und zwar König der Magier zu werden. Was haltet ihr davon? Ersteindrücke schon gesammelt. Wie sieht's aus? Ja, also ich muss dir recht geben, mir gefällt der Kader auch bis jetzt sehr gut. Wie du schon gesagt hast, könnte es eindeutig ein Stern werden, aber Stern ist da mehr oder weniger in Anführungsstrichen. Die ersten 2 Folgen wurden ja damals schon präsentiert und erst ab der 3. Folge ist für die meisten ein oder anderen etwas Neues dabei. Aber ich hoffe auch mal, dass dieser Anime sich in einem guten Weg bewegen wird. Mal sehen. Also ich würde mich freuen, der auch groß werden würde wie Naruto, One Piece oder vielleicht auch Dragon Ball. Also jetzt ihn als Stern zu bezeichnen, finde ich persönlich etwas übertrieben. Schon vor dem Start der 1. Folge habe ich so ein bisschen Zweifel gehört. In Japan ist ja auch nicht so beliebt der Manga. Es ist mehr so eine Mischung aus Naruto und Fairy Tail. Also wirklich eine Mischung aus Naruto und Fairy Tail, die man da nicht unterschätzen soll. Und 1. Folge hat mir auch nicht sonderlich gut gefallen. Ich habe jetzt die OVAs nicht gesehen, aber es war einfach sehr, was man von einem Shonen-Anime erwartet, nicht mehr, nicht weniger. Es war nicht wirklich interessant aus meiner Sicht. Was mich besonders gestört hat, war die Stimme des Hauptcharakters. Also, ich habe den Namen vergessen. Asta. Genau, Asta, danke. Er hat die ganze Zeit geschrien. Das war furchtbar zuzuhören. Er hat die ganze Zeit geschrien bei jeder einzelnen Situation. Das war schwer zuzuhören, sage ich mal so. Ja, aber du musst auch recht geben, da waren auch einige lustige Szenen dabei, oder? Also ich fand die 1. Folge jetzt nicht ganz so schlecht. Also ich fand, da war auch einiges dabei, wo man auch schon lachen konnte. Mir fällt da jetzt nicht so ein, muss ich ehrlich sagen. Die Magie an sich wirkt relativ interessant, aber vom Comedy-Aspekt fand ich es jetzt nicht so übergreifend. Aber ich werde mir auf jeden Fall die weiteren Folgen anschauen. Vielleicht wird sich das ja noch ändern. Ich bin ja nicht jemand, der immer nur die 1. Folge schaut und dann sagt, nee, tschüss. Aber ich generell schon Anime stehe ich immer eher kritisch gegenüber, weil
viele nehmen einfach die Formeln und recyceln die immer wieder und dann kommt halt was nicht so Gutes bei raus. Ja, also ich denke, anhand vom Promomaterial kann man schon sehen, dass es ein ziemlich typischer Shonen ist, wie jetzt auch schon öfter gesagt wurde, mit übernatürlichen Kräften und dass der Fokus dann auf der Freundschaft der Hauptcharaktere liegt, sieht man eigentlich auch. Also als ich da reingeguckt habe, dachte ich, das ist eigentlich vielleicht so ganz nett nebenbei, aber dann zu sagen, der nächste Dragon Ball, das ist schon krass. Vielleicht sollte ich mir nochmal das angucken. Vielleicht habe ich da was übersehen. Das wäre vielleicht wirklich eine übertriebene Hinstellung und als nächster Dragon Ball oder so. Ich meinte eher im Sinne, dass es vielleicht eventuell so das werden könnte. Nicht jetzt, dass es ein Nachfolger oder sowas wird, dass es jetzt gleichgestellt werden könnte oder so weiter. Da habt ihr auf jeden Fall recht. Aber da bleibt halt abzuwarten auf den weiteren Episoden, was sich da zeigen wird, wie die Antagonisten sein werden oder die Abenteuer oder so, was für Entwicklungen noch passieren und so weiter. Also ich persönlich bin ja mit dem Manga vertraut, habe fast alle Bänder, die bis jetzt in Deutschland rausgekommen sind. Und ich muss da zustimmen, ich mochte die Stimme von Asta jetzt auch nicht wirklich. Die war der Synchronsprecher, der hat ja jetzt debütiert damit. Aber ich finde, die passt nicht wirklich zu Asta und das Geschreie stört mich halt auch sehr. Und die Sache ist halt auch, dadurch, dass Studio Pierrot, also das Studio, das ja auch Naruto und so gemacht hat, dafür zuständig ist, macht mir auch relativ viel Sorgen. Ja, stimme ich auch nur zu. Das Studio hat Naruto nicht gerade glänzen lassen, sage ich mal so. Wir erinnern uns an viele Episoden. Naja, besonders sowas. Bei Animes, die halt so jetzt episodenmäßig gemacht werden und nicht Staffel. In einer Staffel. Das ist halt ein bisschen schwierig, aber bei Black Clover sieht das momentan nicht so aus, als ob sie einen Episoden-Anime draus machen. Kleine Pfandfrage, weil ihr gerade Naruto erwähnt habt. Wisst ihr, wie viel Prozent von Naruto, Shippuden, Filler-Folgen sind? Ich weiß es nicht, aber ich würde mal denken 70%. Nicht unbedingt, es sind 41%, glaube ich, ungefähr. Ja, das sind auf jeden Fall viele Einschätzungen. Was ich mir noch unter anderem notiert habe, wäre jetzt unter anderem, ob das nicht vielleicht sogar ein super Zeitpunkt ist, so ein Anime jetzt zu zeigen und vor allem dann auch als Anime rauszubringen, einfach weil ja die großen Shonen-Manga ja letztendlich fast zu Ende, wenn nicht sogar schon zu Ende sind, siehe Fairy Tail oder Naruto Shippuden in dem Falle, ob das nicht dann schon ein perfekter Zeitpunkt ist, sowas zu animieren oder was haltet ihr davon? Also, My Hero Academia hat ja diese Chance auf jeden Fall schon genutzt, diese Lücke zu füllen. Da kommt ja auch noch weiteres auf uns zu, eine dritte Staffel ist ja auch schon geplant. Kann ich das gut verstehen, dass Black Clover ausgerechnet jetzt auch mit dem Anime ankommt, jetzt wo halt so ein bisschen Vakuum ist. Aber wir müssen halt auch bedenken, das mag vielleicht bei uns so sein, hier in Deutschland, aber in Japan sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Die haben ja auch noch Gintama, das ist für sie auch ein richtig großes Ding dort. Also das ist ein sehr beliebter Anime da und auch ein sehr großer und schon lange laufender. Vielleicht haben sie nicht so die Lücken, die wir hier haben. Auf jeden Fall, da hast du recht auch. Und wie auch angesprochen wurde, Naruto Shippuden ist jetzt zu Ende. Da ist ja jetzt diese Geschichte von seinem Sohn jetzt. Und dann beginnt ja jetzt Fairy Tail nächstes Jahr im Frühling. Und das endet dann ja auch demnächst irgendwann mal. Die einen oder anderen kennen ja schon das Ende, weil ja die mit Manga eben gelesen haben und Dragon Ball Super. Geht zwar noch, aber ich schätze jetzt auch mal, ich bin da derzeit aktuell, dass vielleicht noch ein, zwei Arcs kommen und dass es dann auch irgendwann demnächst zu Ende ist und dass auf jeden Fall, wie ihr schon angesprochen habt, dass da einige kommen werden, diese Lücken halt jetzt schließen wollen oder ihre Chance jetzt nutzen wollen. Mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn es keine großen drei mehr gäbe. Das ist, ich weiß nicht, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also bei Black Clover sehe ich dann einfach leider nicht das Potenzial, so groß zu werden eigentlich. Also ich habe so drüber geschaut, aber ich glaube, das kann einfach die Lücke nicht so schließen. Und eine Lücke ist
da, glaube ich, weil so viele Leute mögen My Hero Academia zurzeit. Also das boomt ja richtig. Ich glaube auch, weil es an sich im Moment der einzige so richtig typische Shonen ist, der läuft. Und er ist auch richtig gut exekutiert. Ja, stimme ich nur zu. Du hast Potenzial ja erwähnt und da kann ich dir auch nur zustimmen, weil ich sehe jetzt auch derzeit leider kein Potenzial, wo man eben sagen kann, oh ja, der wird definitiv eine der Big Three dann. Der neue Naruto-Anime reißt es leider auch nicht so raus. Ja, das stimmt allerdings auch. Ich finde ihn persönlich gut, aber bei den meisten ist er leider nicht beliebt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zu der letzten Frage. Dazu, was man da vielleicht noch ein bisschen diskutieren könnte, ist, ob das Setting denn ganz interessant ist oder ist das einfach schon wieder zu recycelt, so wie das You unter anderem erwähnt hatte, glaube ich war das, ob das nicht einfach nur zu recycelt ist oder ob das auch schon irgendwie seinen eigenen Flavor hat, sage ich jetzt einfach mal. Also da ich in schon ziemlich viele Serien einfach gesehen habe mit so einem ähnlichen Setting, ist es für mich einfach persönlich viel zu recycelt und es gibt mir auch nicht mehr diesen Flavor. Also der Flavor, irgendwann hast du da einen Geschmack getroffen, der einfach nicht mehr schmeckt. Das ist, als ob man jeden Tag Süßigkeiten isst und irgendwann, ich meine, manche können das immer weiter essen, aber für mich ist dann irgendwo daran das Limit, dann will ich mal irgendwas, was ein bisschen anders schmeckt. Es ist jetzt nicht so ausgelutscht wie das Isekai-Genre, was momentan ja sehr boomt, aber ich finde es interessant, aber es ist halt fragwürdig, wie sie es bringen, ob sie es gut umsetzen können oder nicht, da bin ich mir noch nicht sicher. Ja, die Frage wird echt sein, wie sie es umsetzen werden, weil derzeit ist nichts wirklich zu erkennen und die erste Folge jetzt war auch, finde ich, ich weiß jetzt gerade nicht wer, aber einer hat anfangs erwähnt, dass eine Mischung von Fairy Tail und One Piece war oder sowas. Und ja, so muss ich auch sagen, habe ich auch die erste Folge wahrgenommen, eigentlich, ehrlich gesagt. Ja, mit diesen Schlussworten verlassen wir dann mal den Shonen-Bereich und wechseln über zu Slice of Life in einer dystopischen Welt.